Im Mazar-e-Sharif, denn vor dem deutschen Generalkonsulat dort, hat es vorhin eine Explosion gegeben. Laut einem Provinzsprecher handelte es sich um eine Autobombe, die direkt vor dem Gebäude in der nordafghanischen Stadt detonierte. Unser Reporter Roland Strumpf ist gerade in Mazar-e-Sharif. Roland, was können Sie uns zu der Explosion und möglichen Hintergründen sagen? Die Explosion ist bestätigt. Gegen 20 Uhr deutscher Zeit ist dort eine Autobombe hochgegangen. Zur gleichen Zeit soll gezielt versucht worden zu sein, die Botschaft, das Konsulat zu stürmen. Wir haben im Moment keine Verbindung, weil alle Telefonleitungen gekappt sind und man keine Verbindungen zum Konsulat herstellen kann. Es ist die Rede von 30 Verletzten. Es gibt zurzeit ein Bekennerschreiben, in dem die Taliban sagen, das Ganze sei eine Vergeltungsaktion gewesen für einen Angriff, der vor etwa einer Woche gegen Stellungen von ihnen geflogen worden ist. Dabei sollen angeblich 30 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Gleichzeitig hat es in den vergangenen Tagen bei afghanischen Sicherheitsbehörden Hinweise gegeben, dass die Taliban nach den Präsidentschaftswahlen in den USA Anschläge und Aktionen geplant haben. Und heute ist die Forderung laut geworden, dass die US-Truppen sich unverzüglich aus Afghanistan abzuziehen haben. Deutschland nimmt in diesem Kampf gegen die Taliban eine führende Rolle ein. Gerade heute hat es einen Kommandowechsel gegeben hier. Wir bekämpfen zwar die Taliban hier nicht direkt, aber wir haben eine Führungsrolle und von daher ist Deutschland durchaus ein hartes Ziel.